Ja gut, namenderseits bei 20 Years on MTV, Folge 4 der vierten Staffel, das Jahr 1984. Was war so los in diesem Jahr? Nun, dazu ist zu sagen, dass es politisch ein sehr diffuses Jahr war. Die Olympischen Sommerspiele in Los Angeles zum Beispiel wurden boykottiert von sämtlichen Ostblockstaaten außer Rumänien. Da sagte man, die Sicherheit wäre nicht gewährleistet, aber insgeheim war das wohl als Antwort zu verstehen auf den Boykott der anderen Seite, als es 1980 in Moskau die Olympiade gab. Ja, und als würde das nicht alles schon reichen, macht Ronald Reagan, genau der Ronald Reagan, einen Spitzenwitz bei einer Mikrofonprobe und sagt auch tatsächlich, die Bombardierung Russlands beginnt in 5 Minuten. Das fand wirklich nur er lustig. Ein Riesendepp, der Typ. Aber, ne, er wurde ja entsorgt dann so nach und nach. Gut, dann beginnen wir jetzt mit Musik und die kommt von einer meiner Lieblingsbands für alle Zeiten, Depeche Mode. 1984 erschien das Album Some Great Reward und bereits auf dem Vorgänger Construction Time Again konnte man feststellen, dass die einstützenden Neubauten aus Deutschland wohl ein großer Einfluss für Depeche Mode sind. Und da gab es ja auch noch 2 Songs auf Some Great Reward, zum einen People Are People, zum anderen Master and Servant, da wurde schon recht zünftig auf Metallteilen rumgehauen. Und Blixer Bargeld von den Neubauten hat gesagt, bei diesen beiden Songs haben Depeche Mode von den Neubauten geklaut, was nie bewiesen werden konnte. Ich meine, hey, Martin Ligor, ein Songschreiber der Extraklasse und Dave Gahan, ein Sänger. Und dann gibt es eben Master and Servant, wo sie sich am Anfang abwechseln mit It's a lot, it's a lot, it's a lot like life. So schaut's aus, Depeche Mode. Elektronikpop, erster Kajüte war das Ultravox mit Dancing with Tears in My Eyes. Gegeben hat die Band ja zu dem Zeitpunkt schon ein ganzes Weilchen, 1974 gegründet in London, aber am Anfang war der Erfolg noch eher mäßig. Das änderte sich 1980, als Mitch Ure John Fox in der Band ersetzte und dann kam Vienna raus. Wahnsinnsplatte, Wahnsinnssong und dann folgte ein Chartbreaker nach dem anderen und schließlich 1984 erschien das Album Lament und auf dem war dieser gerade gesehene Song zu finden. Kleines Päuschen jetzt und danach wilde Frisuren, wilde Anziehsachen und wilde Geschichten aus den goldenen 80ern. Das waren Alphaville mit Forever Young. Alphaville, eine deutsche Band, bei der man mit Fug und Recht behaupten kann, sie war nie eine große Liveband. Ne? Weil erstes Konzert Weihnachten 81, zweites Konzert Silvester 82, drittes Konzert 10 Jahre später in Beirut. Aber gerade ihre auftrittslose Zeit, das waren die erfolgreichsten Jahre. Da erschien nämlich 84 das Album Forever Young und es hatte gleich 3 wahnsinnig fette Hits. Den Titelsong eben, wie gerade gesehen, Big in Japan und Sounds Like a Melody. Übrigens auch die anderen Songs. Spitzen Elektropop kann man sich nach wie vor sehr gut anhören. Man sollte die Platte haben, mit anderen Worten. Jetzt geht's weiter mit Bananarama. Robert De Niro's Waiting. Super Song vom zweiten Album, das einfach nur hieß wie die Band. Und jetzt habe ich gerade auf dem Monitor gesehen, irgendwo waren da Bananarama hier auf unserem Loop, das da hinten ist. Wo sind sie denn? Ich kann es jetzt nicht mehr so richtig erkennen. Nützt ja nichts. Kommt jetzt das Video. Das war Phil Collins mit Against All Odds, der Titelsong aus dem gleichnamigen Film. Also vom Soundtrack und er wurde nominiert für den Oscar und einen Golden Globe. So begeistert waren die Leute damals. 3 Wochen an der Spitze der US-Charts, ganz große Nummer mit viel Gefühl. Dafür geht's jetzt weiter mit vollkommen herrlichem, sinnentleerten Bubblegum-Pop. Wham! Wake me up before you go-go. Und in diesem Video, da wird natürlich hier die neueste Popper-Mode vorgeführt. Geile Farben. Ist, wenn ich mich recht erinnere, ne, dann waren ja Pink, Hellblau und Weiß in dieser Kombination gern getragen. Nicht nur bei Miami Weiß. Und es gab bei uns natürlich auf dem Dorf so eine Fraktion, die genauso aussah. Die hatte dann auch immer so weiße Segelschüchchen an. Und dann gab es eben die Fraktion, die nur schwarze Anziehsachen anhatte. Und dazu gehörte ich und wir haben uns dann den Spaß gemacht, die weißen Anziehsachen von den, wir nannten sie Popperschweine, zu versauen. Wie haben wir das gemacht? Indem wir auf den Schulhof in der großen Pause einen leeren großen Joghurtbecher gestellt haben und in dem haben wir alles rein. Also bisschen Bisi, bisschen restlicher Joghurt, bisschen Schokolade, alles was irgendwie gut Dreck macht. Und man konnte davon ausgehen, dass wenn die Pause vorbei war und die 5 Klässler zurück ins Schulhaus liefen, dass einer von denen
volle Möhre gegen diesen Becher kickt, der am Boden steht. Und wir wussten, wo die Popper stehen. Und 2 Meter davor stand der Becher. Ja. 3 Verweise dafür, aber der Spaß hat sich gelohnt. Hier kommen Wham. Das war Prince auf dem kreativen und kommerziellen Höhepunkt seines Schaffens und When Doves Cry. Wahnsinns-Song auf einem Wahnsinns-Album Purple Rain. Jetzt geht's weiter mit Nick Kershaw und ich meine, hey, der ist ja sowas wie die Blaupause in Sachen Styling in den 80ern. Sowohl die Frisur so, als auch die Klamotten ganz vorne dabei. Wäre ein Kandidat für unsere Schulhofaktion gewesen. Aber hey, er hat fantastische Popsongs geschrieben und er hat Videos gemacht, die damals schon einigermaßen bahnbrechend waren. Insbesondere das für Wouldn't It Be Good. Das waren die Eurythmics mit Sex Crime vom Soundtrack zu 1984. Ja, 1984, ein Jahr, muss ich ehrlich sagen, da hatte ich nur Scheiße im Kopf. Die ganze Zeit Fußball gespielt, habe mit meinen Fußballkumpels über Mädchen gesprochen. Ihr könnt euch ungefähr ausmalen, wie diese Gespräche im Grundtenor in etwa ausgefallen sind. Glaube ich, das ganze Jahr 1984 kein Buch gelesen, außer 1984, weil das jeder gelesen hat. Mann, Mann, Mann. Aber es sollte besser werden, ja. Ich ging wieder regelmäßig in die Schule und irgendwann war 84 auch mal vorbei. Man ist orientierungslos zwischen 16 und 18, ne? Mit 16 darf man schon ein bisschen 80er fahren, mit 18 dann Auto, mit 17 darf man nix. 80er interessiert einen nicht mehr, Auto kriegt man noch nicht. Was soll man denn tun auf dem Dorf? Ja. Interessiert euch wahrscheinlich alles gar nicht, aber ich wollte mal ein bisschen klagen, dass 1984 ein Jahr war, das nicht das Beste in meinem Leben war. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.